Marvin überredet, dass er sich mal auf die Krankentrage legt. Weil bei Marvin ist der Einzige, der wahrscheinlich auch wieder aus der Liege wieder hochkommt. Oh. So, Marvin, nicht erschrecken. Ich schneide dich jetzt nicht an, ne? Aber so. Nicht erschrecken. So, jetzt habe ich den Vorteil, wenn ich jetzt den Schwebetisch nicht arretiere, kann ich ihn zum Beispiel also schweben lassen. Ach so. Das wäre nach Fahrt. Das ist also, das ist angenehm. Kein Wunder, dass man Kotztüten braucht. Ja, aber, das ist voll angenehm. Aber ist angenehm? Ja, ich finde es mega. Ich kann jetzt aber auch die Arretierung blockieren, wenn ich jetzt an ihn arbeiten möchte. Jetzt, also das ist ja schön an diesem Rettungswagen. Du kannst ja alles über das Tableau und da kannst du die ganze Trage steuern. Jetzt haben wir jetzt zum Beispiel, jetzt wollen wir eine Schocklage machen. Ne? Das ist, also nicht erschrecken. Mhm. Ja, Schocklager. Ich mache jetzt nicht ganz hoch, ne? Also, kann man eigentlich mal ausprobieren. Ja, aber sollte man eigentlich dann. Natürlich. Das ist jetzt die Schocklage, ne? Ich habe aber auch. Ja, wichtig ist ja nur, dass die Beine höher liegen wie das Herz. Genau. Und das ist dann. Und ich kann das mal wieder zurückdrehen. Ich kann dann auch andersrum kippen lassen. Kannst du auch Heckklappe auf und raus? Ja. Ach so. So zum Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Hirn nicht belasten will oder mit dem Blutzufuhr, also die Vorlast, dann kann ich da auch in andere Positionen stellen. Ne? Okay. Kann ich jetzt entscheiden, ich möchte jetzt also hochfahren. Oder dann wieder runterfahren. Ich kann Schocklage oder andersrum, also ich kann alle verschiedenen Modelle. Das ist Schocklage hier, genau, ne? Das ist Schocklage. Okay. Der Kopf niedriger als der Rest. Genau. Cool. Ja, und dann, wie gesagt, ich kann den Tisch sperren, dass ich die Position behalte oder eben auch schweben lassen. Das sind die ganzen Möglichkeiten, die ich also habe. Okay. Ich habe auch, vorhin hast du die Thermobox ja gesehen unten, der kann ich die auch steuern. Ne? Wir haben jetzt eine Wärmebox, ich kann ja auch eine Kältebox rausmachen, darum hast du Kälte- und Wärmebox. Das heißt, ich stelle das so ein, jetzt haben wir natürlich eine Wärmebox, eingestellte Temperatur, 37 Grad Körpertemperatur, dass die Infusionen vorgewärmt sind zum Beispiel. Wir haben jetzt hier mit dem Pin, dass man also nicht jeder rumfummeln kann, dass es wirklich so bleibt. Ja, und dann habe ich dann auch Beleuchtung. Ich kann zum Beispiel auch die Farben jetzt mehr entscheiden. Wir wollen eine andere Farbe haben. So, jetzt haben wir jetzt die Rundumbeleuchtung. Alter. So, wir machen erstmal ein bisschen aus, dann machen wir es ein bisschen gemütlicher. So. Kommt das auch im Video rüber? So, jetzt kann, kann ich auch die Farben wechseln. Das hat also damals was mit zu tun, dass in, es gibt beruhigende Farben, es gibt auch Farben, die machen einen aggressiv. Das ist dieses Scheißlicht! Ne? Und da kannst du alles das verstehen. Das macht mich nicht aggressiv. Nein, aber es ist schön für Kinder, sag ich mal. Ne? Das ist so, dass man so ein bisschen Farbspiel drin hat, dass es so ein bisschen ablenkt in der ganzen Geschichte. Ne? Kannst du noch ein Wort, dass wir uns Notizen machen können vom Patienten, also das ABCD-Schema? Was ich dann eben also eine kurze. Das schreiben sollte so, dass der Patient lesen kann, sieht ganz schlecht aus für ihn. Also, ja, gut, aber es sind Parameter, die ich dann abfrage. Ne? Ich mache Blutdruck, ich mache Beatmung, alles. Ich kann dann eben kurze Notizen machen, ne? Also meine ganzen Werte aufschreiben. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Notarzt dazu kommt und fragt, Mensch, was war denn? Ja, dann kann ich dann eine Übergabe machen mit dem Patienten und dann kann ich gucken, okay, weil es ist, wie gesagt, im Team. Aber trotzdem, ich kommuniziere mit meinem Teampartner, aber trotzdem ist es so, ich mache gerade irgendwas, kriege das nicht mit, dass er den Blutdruck gemessen hat. Und dann schreibe ich den Wert auf. Ne? Das sind so Kleinigkeiten oder Blutzucker. Ja, ist gut. Deswegen hat man so eine kleine Liste, das haben wir dann auch gemacht, das haben wir vom Rettungsdienst abgeguckt und es war eine gute Idee. Das ist jetzt hier EKG-Geräte? Genau, das ist das EKG. Also das heißt, während der Fahrt überprüft die Funktion und. Genau, kann ich ganz normal während der Fahrt bedienen. Ich kann Ausdruck, also wie normales EKG geben. Ich habe hier, das ist auch ein 12-Kanal, das heißt, ich kann eben ein großes Herzbild machen. Ne, und ich kann dann eben den auch defibrillieren, den Patienten, also mit Fast Patch oder mit Hard Pedals. Heutzutage nimmt man das als Fast Patch. Also das heißt so drankleben, Automatikmodus, wie ein IED, nur eben größer, moderner und anders. Ach so, okay. Ne? Achso, und der gibt auch gleich Impulse. Ah, okay. Er misst es ja auch über die Fastpatch, kann er eben das Herz messen oder eben die Amplitude und sagt, okay, es ist ein Flimmern, irgendwas ähnliches, Schock empfohlen, zack, dann macht er automatisch, dann muss ich auch drücken, aber ich muss nicht wie früher die Pedals in der Hand nehmen, Gel alles machen und dann einstellen, wie Joule, das macht das Ding automatisch. Okay. Was ich auch sehe, während der Fahrt habt ihr wie im Bus die Haltegriffe natürlich, ist manchmal ein bisschen wackelig, ne? Sollte man nicht, auch während der Fahrt sollen wir uns anschnallen, auch sitzen, weil man kriegt das in den Medien sehr oft mit, dass auch Rettungswagen verunglücken, sage ich mit dem Patienten, und nicht mal immer Schuld vom Rettungsfahrer, weil eben das ist so. Wir sind im Verkehr mit Blaulicht, mit Martinshorn, es wird übersehen, dann passiert ein Unfall, und es ist immer schöner, wenn du dann auf den Sitz dann wirklich angeschnallt bist. Klapp mal mit dem Sitz aus, wir mal sehen, wie geht denn das? Ja.
Okay. Das ist richtig fest. Ja, du kannst dann eben, ist das auch beide, also für den Notarzt, sage ich mal, oder für den Arzt. Du hast dann auch so einen Patienten und also für den Notfallsanitäter, Sanitäter und eben dann für den Arzt einen richtigen Sitz, dass du wirklich angeschnallt bist, dass okay. dir während der Fahrt nichts passiert. Toll. Es gibt wenige Momente oder Situationen, wo du wirklich dann eben nicht angeschnallt bist, also eigentlich gar keine, aber es kann mal sein, muss nicht sein. Ausnahmen bestätigen die Regel, ne? Ja. Sehr schön. Ja. Okay, was hat denn das Auto noch? Hier hinten glaube ich nichts mehr. Wollen wir vorne mal gucken? Wir können auch draußen mal gucken. Wir haben doch ein paar Klappen draußen noch. Das noch da, da bin ich mal gespannt. Spineboard. Vakuummatratze. Nee, das ist kein Spineboard, das ist ein Kombi-Carrier. Oh, ach so, halb Schaufeltrage. Das ist Spineboard und Schaufeltrage in eins. Ich kann das als Schaufeltrage benutzen, weil es ja zweigeteilt ist. Ja. Oder als Spineboard benutzen. Deswegen nennt sich das Kombi-Carrier. Das ist wie eine Schaufel. Du kannst ihn entweder schaufel ich ihn auf. Das ist das CAT-System. Das ist auch ein spezielles System, was ich dann, wenn ich ihn sitzend immobilisieren möchte, den Rücken. Und dann habe ich das CAT-System drauf. Ich habe hier noch einen Tragestuhl. Hier im Rettungswagen haben auch die Sachen drin, was du letztes Mal vorgeführt hast. Die haben wir auch auf jeden Rettungswagen drauf. Mhm. Dass wir auch, wenn wir Einsatzstellen ankommen, auch im Dunkeln uns absichern können. Ja, natürlich. Und wir haben auch Verkehrsleitkegel immer dabei. Faltkegel bei dem Platzmangel, also wegen Platzmangel, dann auch weniger Platz wegnehmen. Vakuummatratze. Ja, und dieses. Habt ihr denn auch eine Spinne hierfür? Ja. Wo ist die? Die ist. Da unten. Genau. Hier sind auch die Gurten. Also keine richtige Spinne, das sind Gurte eben. Du kannst sie hier einklicken mit Karabinern. Ne? Ja, okay. Hier sind dann diese Karabiner dann eben. Das ist wie die Spinne, aber nur eben schneller, weil du eben der Spinne dauert ziemlich lange, den also zu fixieren. Mit den Gurten geht schneller. Du hast dann die Möglichkeiten, überall den zu fixieren. Ne? Dafür sind diese Ränzenhalterungen da. Super. Na gut, so mit hier Stiffneck und sowas setzen, das habe ich mal Respekt vor. Man kann ja auch was falsch machen. Ja, ne? Also das ist eine reine Übungssache. Ist na, also für einen Rettungsdienst okay. Also ja. Ich weiß aber, dass Feuerwehren manchmal auch anfangen. Wenn die ausgebildet sind, ja. Ja, wenn sie teil. Also wenn sie ausgebildet sind, ich sage mal, wenn das im Rahmen ihrer, ich sage mal, den Feuerwehrsanitäter gibt es ja auch noch. Ich weiß nicht, wie fern in Niedersachsen das verbreitet ist. Es gibt ja auch den Feuerwehrsanitäter, das ist fast wieder Rettungssanitäter, ein bisschen abgespeckt. Und da lernst du auch den Umgang mit Schaufeltrage, Kombi-Carrier, Stiffneck. Und wenn man dann das regelmäßig trainiert, sage ich mal, es macht ja einfach nur die Routine und die Übung. Ja, halt ich kenne nur die Bilder auch, wie manche Stiffnecks angelegt sind, wo du sagst, kreativ. Ja, gibt's auch. Nein, okay. Nein, aber das ist so, wie es ist. Also man muss immer, auch wenn man was erlernt, muss man auch immer regelmäßig das üben, weil sonst, die Routine macht es eben. Ne? Gucken wir nochmal vorne rein. Patientenraum, also das war der Patientenraum und das ist dann der Fahrgastraum. Auch wieder zwei Helmhalter, weil eben auch dann noch, du hast ja können mit drei Leuten fahren, einem Praktikanten und dann deswegen haben wir auch drei Helmhalter. Okay. Mit Spiegelschrift macht man das vorne gar nicht mehr? Das kenne ich immer noch. Früher war das so üblich. Danke für das Früher. Nein, macht man nicht mehr heutzutage. Ist so wie es ist. Ne? Also. Ja. Nee, wie gesagt, schönes Auto. Ja. Also RTW, gibt es da irgendwie Modellbezeichnung? RTW 2? Es gibt ja zwei Modelle von Rettungswagen, also zwei Modelle. Es gibt einmal als Koffer oder als Kasten. Ja, das ist jetzt ein Koffer, okay. Weil der größer, geräumiger ist. Und es gibt den RTW als Kasten, das ist aber wie ein normaler Transporter und komplett ausgebaut. Ne? Ist aber eben Platzmangel. Durch den Koffer hast du eben die Breite und die Länge nochmal. Deswegen ist also ich favorisiere eben den Koffer, weil eben du richtiges mehr Platz arbeiten. Hast. Du kannst besser arbeiten. Ja, wenn du wirklich da mal arbeiten musst, hast du Platz. Ne? Deswegen RTW hat eine DIN und nach dieser DIN ist er ausgestattet. Ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, sind alle gleich. Okay. Super. Ein kleiner Einblick in die Welt des Rettungsdienstes. Schöne Grüße an die Stelle von der Feuerwehr an euch Rettungsdienste allgemein. Ob nun Rotkreuz, was es alles Malteser. Gibt. Malteser, Johanniter, alles. Wir alles, alle alles die gleiche Aufgabe. Alles die gleiche Aufgabe, alles die gleiche Familie. Schönen Dank, Michele. Gerne. Und lasst mal ein paar Gefällt mir für ihn da und bis zum nächsten Video. Ne? Ciao. Bis dann. Tschüss. So, aus die Maus, Akku, alle.